Wir haben auch, wie alle Länder auf dieser Welt, auch kinderrechtlichen Nachholbedarf. Und das betrifft sowohl Schutzrechte als auch Förderrechte als auch Beteiligungsrechte. Ich glaube, ich habe gelernt, dass das eine ist, die Gesetze der Staaten an die Konvention anzupassen. Aber dass damit die Kinder sich noch nicht ihrer Rechte erfreuen, diese Gesetze müssen dann auch umgesetzt werden. Und das ist ein schwieriger Prozess, weil in allen Menschen irgendein Bild, eine Vorstellung von Kindern steckt, die doch die Konvention in Frage gestellt. Weil sie sagt, wir müssen Kinder respektieren als junge Menschen, die auch ihre Ansichten haben, ihre Meinungen haben, ihren Willen haben. Und der ist zu respektieren. Man macht nicht immer alles so, wie die Kinder es wollen, aber man muss wenigstens auf sie hören, sie in ein Gespräch hineinholen. Und auch selbst, wenn man danach es doch anders macht, so sollen die Kinder es eigentlich verstehen können. Ich sehe die Chance, wenn die Politik sich mehr mit Kinderrechten befasst, darin, dass sie tatsächlich umgesetzt werden in Deutschland. Und zwar auf einem Niveau, was für eine Industrienation tragbar ist. Ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht. Und wir sollten da auf jeden Fall nachbessern, was kostenlose Bildung für alle angeht zum Beispiel. Wir sollten nachbessern, was tatsächliche Teilhabe auch in der Gesellschaft außerhalb von Schule betrifft. Ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, wo Deutschland noch nicht der UN-Kinderrechtskonvention entspricht. Und ich glaube, an Schulen ist es total wichtig, SchülerInnen zu informieren, neutral zu informieren, was sind ihre Rechte und natürlich auch, dass die Rechte eingehalten werden. Dafür brauchen wir LehrerInnen, Fort- und Ausbildung, die auch dieses Thema überhaupt behandeln. Sonst wissen LehrerInnen und ErzieherInnen, SchulsozialarbeiterInnen überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Mir persönlich ist tatsächlich vor allem diese Wahlrechtsforderung am wichtigsten, also dass Kindern und Jugendlichen einfach die Möglichkeit gegeben wird, dass man nicht nur über sie spricht, sondern dass sie auch aktiv mitsprechen, weswegen ich auch voll und ganz hinter einem Wahlrecht ab 16 Jahren stehe, gerade hier in Bayern auf einerseits erstmals kommunaler Ebene, aber dann letztendlich auf Landtags- und vielleicht auch irgendwann mal hoffentlich auf Bundestagswahlebene. Sicht eigentlich sogar der wichtigste Bereich. Die Schulkultur muss kinderrechtsorientiert sein. Das heißt, der Unterricht, das in den Pausen miteinander umgehen, muss an den Rechten der Kinder sich orientieren. Dadurch lernen übrigens auch Kinder Respekt vor andere. Das vergisst man oft, weil ein Kind lernt ja auch, dass andere Kinder Rechte haben. Und das Zusammensein in der Schule, die Schulkultur ist, glaube ich, der wichtigste Bereich, wo Kinderrechte verwirklicht werden müssen. Wir haben im Moment wieder Streit um Religionsfreiheit an den deutschen Schulen, nämlich vor allem um die Frage, wie steht es um religiöse Symbole? Dieses Thema wird ja seit langem auch kontrovers diskutiert. Wir hatten bislang vor allem den Fokus auf Lehrerinnen, man muss wirklich sagen, die Frauen, kopftuchtragende Lehrerinnen. Da hat es gewisse Öffnungen gegeben, auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber derzeit gibt es von Österreich her kommend eine Diskussion, ob Schülerinnen zum Beispiel das Kopftuch eventuell ablegen müssen in der Schule. Das ist relativ neu. Also insofern erleben wir auch neue Kulturkämpfe in der Schule. Manchmal dazu, in Schulen all das aufzutragen als Aufgabe, was in der Gesellschaft versäumt worden ist. Und wenn in der Sozialpolitik oder in der Migrationspolitik da vieles schiefgelaufen ist, dann kann man natürlich nicht die Schulen immer als Reparaturbetriebe da heranziehen. Also das ist so eine gewisse Gefahr dabei. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass die Schulen auch eine besondere Chance darin haben, dass sie nicht nur der Spiegel der Gesellschaft sind, sondern dass da auch neue Perspektiven für die Gesellschaft entwickelt werden können und dass da vieles gelernt werden kann, was für eine bessere Gesellschaft später mal wichtig ist.
Und deswegen meine ich schon, dass diese Orientierung an den Menschenrechten, die Menschenrechtsbildung eine Chance für Schule ist. Im Übrigen zeigen auch Untersuchungen, dass es eine ganz große Überschneidung gibt zwischen reformpädagogischen Zielen und Bestrebungen, wo die Reformpädagogen ja schon immer mehr Selbstbestimmung, Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen eingefordert haben. Also reformpädagogischer Bereich und menschenrechtliche Forderungen nach mehr Selbstbestimmung und Mitbestimmung, da gibt es eine Überlappung, sodass man eigentlich sagen kann, gute Schulen sind menschengerechte Schulen und von daher auch Schulen, die sich an den Menschenrechten, an den Kinderrechten orientieren. Ich glaube, ganz wesentlich ist tatsächlich natürlich, dass Kinder ihre Rechte lernen und dass Kinder natürlich auch die Achtung vor den Rechten anderer Menschen lernen. Und da ist man dann natürlich ganz stark im Bereich der Menschenrechtsbildung. Menschenrechtsbildung muss im Schulunterricht einfach einen viel, viel größeren Rahmen einnehmen können und zwar wirklich in verpflichtender Art und Weise. Wenn man sich umschaut, sieht man, dass in vielen Schulen irgendwelche Projekte laufen, neue Themen in den Unterricht aufgenommen werden. Allerdings muss ich sagen, es ist eher in den Randzonen der Schule. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Gremien, die für die Curricula der Schule verantwortlich sind, doch einmal überlegen, ob sie nicht nur Fächertraditionen fortsetzen, sondern wirklich auch in das Gesamtcurriculum der Schule all diese Themen, die so sehr auf der Hand liegen, mit aufnehmen. Die sind ja längst in der Schule vorhanden. Es gibt Armut, es gibt Diskriminierung, es gibt Ausschluss, es gibt auch Inklusion. Alles schwierige Fragen. Die kann man doch eigentlich nicht so mit der linken Hand machen. Das sind doch auch Themen, an denen wir alle lernen müssen.